Wir haben keine Ausdauer mehr, dann machen wir das kurz raus. Müssen nur noch einen Trepper landen. Jetzt schlag schon zu. Oh nein. Nur noch ein Treffer, Junge. Ist das dein Ernst jetzt? Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Punch Club 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Im letzten Part haben wir ja den verrückten Wissenschaftler Emmett und sein Android Glodas kennengelernt. Und haben aufgehört, als wir festgestellt haben, dass wir ja schon die Teile haben, die wir ihnen geben können. Das machen wir auch gleich. Wollte aber kurz einmal reingucken, wie es skilltechnisch aussieht. Genau, beim Bären, da waren wir ja noch stehen geblieben. Da weiß ich immer noch nicht, was ich nehmen soll. Mal schauen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der vorige Part auch noch nicht online. Deswegen warte ich wahrscheinlich noch. Müssen wir mal schauen. Vielleicht holen wir uns auch in diesem Part. Schauen wir mal. Jetzt geben wir erst bei dem Emmett die Teile. Das ist großartig. Das schrottische Nationaltier ist ein Einhorn. Ah, es ist nur noch schlimmer geworden. Jetzt spuckt er wahllos Fakten aus wie eine Art Wikibot. Soll ich später wiederkommen oder gib mir einfach die Teile. Der Adler ist gelandet. Okay, ich muss das nur hierher verschieben und es mit. Wenn du mit jemandem zusammenziehst, ist das die perfekte Gelegenheit, dich mit dem Geschmack und dem Stil des anderen bekannt zu machen. Okay, fertig. Also, wie lautet das Passwort? Das was? Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen den Namen ihres Haustiers als Passwort verwenden, ist dreimal so hoch wie der eines Familienmitglieds. Wenn du das Passwort nicht kennst, dann solltest du es lieber mal herausfinden. Casey weiß das vielleicht. Finde Casey. Geh einfach. Ich muss mich hier um meine eigenen Probleme kümmern. Probleme sind Chancen in Arbeitskleidung. Henry Kaiser. Oh, what the fuck. Okay, wir müssen Casey finden. Vorher geht's hier nicht weiter. Wir klopfen hier nochmal gegen das Glas. Das hier verstehst du bestimmt immer noch nicht. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir das. Anmeldung für den Kampf ist erst an einem Tag. Casey, wo war denn Casey? Mix altes Haus, Fitnessstudio, Polizeistation, Brücke. Okay, ist jetzt neu. Gut, wie sieht's denn aus? Wir könnten eigentlich arbeiten gehen. Sollten wir vielleicht auch tun, weil wir sind blank. Dann machen wir das mal. Hi, Grisha. Mit der Arbeit beginnen. Gut, dann arbeiten wir. Dann gehen wir zu Apus Laden, kaufen nochmal ein und dann würde ich sagen, gehen wir zur Brücke. Anmeldung jetzt verfügbar, ja, wir melden uns an. Kommen morgen wieder, alles klar. Dann gehen wir zu Apus Laden. Kaufen den Kühlschrank wieder voll. Haben wir im Inventar noch. Ach ja, die zwei Energy-Riegel. Und Bonbons. Ja, ich würde die für 22 wieder kaufen. Ersparen wir am meisten.
Gut, na dann, ab zur Brücke. Ich hoffe, wir müssen da jetzt nicht kämpfen, weil unsere Energie relativ weit unten ist. Ah, nur von 19 bis 7 Uhr, okay. Na dann, gehen wir nochmal ins Fitnessstudio, trainieren vielleicht nochmal eine kurze Runde. Okay, das große können wir nicht machen, aber das kleine können wir mitnehmen. So, dann von 19 bis 7, ne? Genau. Dann gehen wir nach Hause. Mutti schläft wieder. Einmal essen und schlafen gehen. Reicht schon, dann kurz einmal ein bisschen trainieren. Nur ein bisschen. Reicht schon. Und dann essen wir was. So. Dann ab zur Brücke. Hallo Wachmeister. Dies ist ein Sperrgebiet, Junge. Sag sofort, was du willst. Alter. Ich wurde von Emmett geschickt. Von wem? Dem durchgeschrulligen Wissenschaftler. Weshalb? Ich habe hier etwas für dich. Mein Junge? Versuchst du etwa gerade, uns in ein illegales Geschäft zu verwickeln? Nein. Offiziere. Verurteile nicht, sonst wirst du verurteilt. Okay. Hau ab. Lass uns in Ruhe, Junge. Hau ab. Okay, dann müssen wir wohl Ja drücken. Von wegen Augmentationen. Das ist ein Sperrgebiet. Okay, hau ab, ja. Das hättest du auch gleich sagen können. Komm schon, gib mir die Ware. Ich habe Lust, das auszuprobieren. Komm her, mein Junge. Ich würde lieber nicht... Na gut, dann hast du das Recht zu schweigen. Okay, okay, klar, los geht's. Okay, jetzt dürfen wir gegen ihn auch noch kämpfen. Interessant. So, Energiemanagement sollten wir hinkriegen. Gut, dass ich mich vorher ausgeschlagen habe. Denn wir müssen ja jetzt hier doch kämpfen. So, wir bleiben... Ne, komm, wir hauen hier noch einen mit rein. So. Blocken tun wir nicht mehr. Den nehmen wir aber noch mit rein. Und dann versuchen wir es mal. Den nehmen wir wieder raus. Ja, wird knapp, ne? Okay, jetzt muss man wieder reinpacken. Hat uns ganz schön gegeben, Alter. Okay. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Beherrschung haben wir trainiert. Auch gut. Was auch immer das noch bringt. Ich weiß es immer noch nicht. Die sind wirklich gut. Danke, dass du sie uns gebracht hast. Hier ist dein Geld. Emmets Geld, okay. Zeigen Sie Ihren Ausweis, mein Herr. Lass uns in Ruhe, Junge. Okay. Gut, dann müssen wir wieder zurück zu Emmett. Vorher gehen wir natürlich noch arbeiten. Denn wir brauchen schon wieder Geld.
Ah, mal dieses ewige Hin und Her. Aber so ist es nun mal. Wir müssen irgendwie Geld verdienen. Das ist genug für heute, Genosse. Komm später wieder. So, Traumlabor. Oder gehen wir erstmal nochmal trainieren? Komm, wir gehen nochmal trainieren. Okay. Dann zum Traumlabor. Dann müssen wir uns langsam auf den Kampf morgen vorbereiten. Hallo. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Hast du mein Geld bekommen? Ja, hier ist es. Endlich. Glodders, bestell das Ding. Kein Weichei. Das war's schon. Ist eine Last, so schlau zu sein wie Emmet. Jetzt können wir hier nichts mehr machen. Ich habe aber irgendwie vergessen, was ich tun soll. Wir brauchen ein Passwort, Dummkopf. Achso, ja, wir müssen Casey finden. Wir müssen Casey finden. Wir haben sogar 100 von Emmet noch dazu gekriegt. Nice. Was sagt denn der Fortschrittsbaum hier? Da. Finde Casey. Okay, aber wir müssen erstmal nach Hause. Wir müssen uns jetzt auf den Kampf vorbereiten. Gleich wieder Hunger, aber. Wir sind leider nicht full life, aber sollten wir trotzdem hinkriegen. Und Kampf. Gegen verrückter Chat. 847 hat der. Er macht auch Somba. Auf geht's. So, wir bleiben so. Vielleicht hauen wir hier nochmal durchbrechen rein. Schauen mal, wie wir hinkommen. Das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt müssen wir wieder auf die Ausdauer aufpassen. Oh, jetzt wird's knapp. Okay. Das ist aber nehmen wir den einen jetzt mal raus. Sehr gut.
Plus 16 haben wir da jetzt. Sehr schön. Das hast du gut gemacht, Junge. Danke, Silver. Nächstes Mal versuche ich es besser. Das besser versuchen, ist das ein 5-Jähriger im Ring? Hoppla, ein Versprecher. Mensch, ihr Kinder habt einfach keine Kontrolle über eure Sprachorgane, oder? Das ist völlig inakzeptabel. Heutzutage nehmen die jeden ungebildeten Bauern. Gönn dem Kleinen eine Pause. Aesop, hast du dich in deinem ganzen Leben noch nie falsch ausgedrückt? Wenn, dann jedenfalls weitaus stilvoller. Komm, lass uns hier verschwinden, bevor uns der Typ mit seiner Dummheit ansteckt. Hey. Ich bin nicht wirklich in der Stimmung für einen weiteren Kampf, egal ob verbal oder anderweitig. Jo, ich wollte mich auch nur entschuldigen. Dieser Liefertyp hat mich total aus der Fassung gebracht. Ich hätte es nicht an dir auslassen sollen. Eine Entschuldigung von einer Boxerin? Das ist neu. Ja, also nun, wenn ich es wieder gut machen kann, lass es mich wissen. Nicht alle Kämpfe sind persönlich. Du warst gut im Ring. Ich hätte nichts dagegen, einen Sparringkampf. Nichts gegen einen Sparringkampf. Aber klar doch, wie wär's irgendwann? Gleich hier. Abgemacht. Sparring mit Root in Silvers Fitnessstudio. Prima. Und scher dich nicht um Aesop. Dem ist irgendwas zu Kopf gestiegen. Die Sparring? Können wir mit der jetzt machen? Wo denn? Da. Sparring mit Root in Silvers Fitnessstudio. Aber sie ist nicht hier. Ah, hey, du, bist du bereit, es krachen zu lassen? Mir kannst du nichts vormachen. Das letzte Mal hat es eine Weile gedauert, bis ich mich erholt habe. Ich habe noch nie ein wildes Tier gesehen, das sich selbst bemitleidet. Los geht's. Okay, kämpfen wir nochmal gegen Root. Naja, warum denn nicht? Auf geht's. Wir sind zwar nicht voll auf der Höhe, sollten wir aber trotzdem schaffen. Na los. Pause weg. Das sieht gut aus. Sollten wir hinkriegen. Wir haben keine Ausdauer mehr, dann machen wir das kurz raus. Müssen nur noch ein Trepper landen. Jetzt schlag schon zu. Oh nein. Nur noch ein Treffer, Junge. Ist das dein Ernst jetzt? Na also. Nochmal knapp geworden hier. Ui, das hast du dieses Mal viel besser gemacht. Ich versuche einfach die gleichen Fehler nicht zweimal zu machen. Zum Beispiel streichel die Katze nicht in die falsche Richtung. Was? Jetzt weiß ich, dass du ein netter Kerl bist. Vielleicht hast du ja Lust, zu meinem Fitnesskurs zu kommen. Ehrlich gesagt könnte mein Leben im Moment gar nicht stressiger sein. Meine Mutter hat mich die letzten 20 Jahre lang eingesperrt. Und mein Vater ist auf mysteriöse Weise verschwunden, nachdem er das coolste Turnier aller Zeiten gewonnen hat. Ich versuche gerade eine Menge herauszufinden. Alles klar, verstanden. Es sieht so aus, als ob Root wieder alleine unterrichten wird. Fitness ist hier nicht so beliebt. Nö. Diese faulen Säcke machen lieber Neurotraining als gute altmodische Fitness. Vielleicht hatten sie ja nur Angst davor, es gemeinsam zu tun. Also was soll ich tun? Ich kann doch nicht jeden einzeln trainieren. Und wenn du es doch könntest? Und wie?
habe mir mit meinem Freund Henry ein paar alte Filme angesehen. Und Agent Smith ist immer wieder gestorben, egal wie oft ich und Henry uns das angesehen haben. Oh Gott. Soll das heißen, ich könnte meinen Unterricht auf Video aufnehmen? Genau. Das könnte tatsächlich funktionieren. Danke für die Idee, Kumpel. Gern geschehen. Danke für den Sparring-Kampf, Kumpel. Großartig. Fest in der Freundschaft. Freundschaftszone, okay. Was immer uns das jetzt bringt. So. Wir haben ja jetzt ganz schön viele Gutmensch-Punkte übrig. Wir könnten also ein bisschen was machen. Ein universeller Angriff, ideal, um die gegnerische Verteidigung abzulenken. Wenn du keine Zeit zum Herumlabern hast, gibt es einen einfachen Ausweg. Ziel auf die Knie. Angriffsmodifikator verringert die Chance des Gegners auf einen erfolgreichen Block. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dieser Kampfstil ist ideal für lange Kämpfe gegen einen guten verteidigten Gegner. Angriffsmodifikator. Geblockte Angriffe kosten 25 Prozent. Ja, wir wollen ja nicht blocken. Ein einfacher Tritt. Verteidigungsmodifikator. Reduziert den erlittenen Schaden, wenn du nicht blockst oder ausweichst. Das ist, glaube ich, ganz gut. Angriffsmodifikator. Ausgewichenen Angriffen kosten 40% weniger Energie. Ich glaube, wir nehmen das in der Mitte hier, oder? Einen Gegner mit seinem eigenen Schwung zu treffen, klingt nach einer guten Idee. Reflektiere 20% des erlittenen Schadens auf den Gegner. Erhöht den erlittenen Schaden um 20%. Ich glaube, wir machen das hier. So. Spin Kick. Einen Gegner mit seinem eigenen Sprung zu R. Wir machen das mal so und dann haben wir hier noch was. Verteidigungsmodifikator reduziert den erlittenen Schaden, wenn du nichts blockst oder ausweicht. Durchdringender Angriff. Erhöht die Chance, gegen welchen Block zu durchdringen. Das ist eigentlich ganz cool. Verringert die Ausweichchance des Gegners, ist auch nicht schlecht. Machen wir das da rein. Oder wir trainieren erstmal. Ah, okay, man kann immer nur eins reinnehmen. Okay. Dann lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Alles klar, dann können wir nochmal trainieren gehen, ne? Dann müssen wir uns demnächst auch schon wieder für den nächsten Kampf vorbereiten. Aber das, meine lieben Freunde, machen wir leider erst im nächsten Part. Dann sage ich ganz einfach mal wieder an dieser Stelle recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Punch Club 2 oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.